Total. Hallo. Hallo. Willkommen zu einer neuen psychedelischen Folge von... Wir haben heute ein interessantes Thema, was überhaupt nichts damit zu tun hat, was meine liebe Frau gerade filmt. Doch, es ist doch irgendwie auch ziemlicher Horror, aber auch total lustig. Ja, das stimmt. Wisst ihr nicht, wie fröhlich wir sind? Deswegen haben wir heute das Thema Horrorfröhlichkeit. Nee, Komödien. Horrorkomödien. Eine interessante Kategorie, die gar nicht so einfach ist, Filme zu finden. Aber bevor es da losgeht, widmen wir uns erst nochmal unserer neuen superspitzen Unterkategorie, nämlich... Ich bin gespannt. Da ist unsere professionelle Film-Punkte-Quiz-Tabelle. Ja. Und, du kannst mal, ich öffne das jetzt und dann kannst du mir direkt wieder, dann wechseln wir mal, letztes Mal hast du. Ja. Aufwachen. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja. Olli. Ja. Ah. Oh, das ist ja viel zu einfach. Das sind relativ einfache Filmfragen. Durch welchen Tanzfilm wurde Jennifer Grey weltberühmt? Ah, Jennifer Grey, was ist denn das? Dirty Dancing. Richtig. Das ist doch meine Filmfrage. Wir sind doch ein Team. Ihr seid ein Team. Außerdem hättest du es auch gewusst. Ja, ich wollte noch sagen, das ist doch das, wo sie diese Wassermelone getragen hat. Ja. Ah, ich habe einen zweiten Punkt. Richtig. Ja, dank Biene. Nächste Frage. Ja. Wohin fliehen die Simpsons in Die Simpsons, der Film 2007? Ah, wohin sie fliehen? Ich wüsste es nicht. Sie fliehen woanders hin. Ja, richtig. Aber wohin? Ich weiß es gerade nicht. Shelbyville. Du weißt es nicht? Nein. Gut. Es wäre Alaska gewesen. Ach, ausgerechnet Alaska. Wie viele der Gefährten aus dem ersten Der Herr der Ringe Film waren Hobbits? Ja, vier. Richtig! Yeah. Ich habe die Frage jetzt nicht angeguckt. Wie heißt der Zauberer, der im Düsterwald wohnt aus Der Herr der Ringe? Oder auch aus dem Hobbit? Gibt ja gar nicht so viel Zauberer. Gibt ja eigentlich bloß drei Zauberer. Ja, ja. Aber jetzt ist die Frage, ob der da im Düsterwald wohnt, den ich jetzt denke und dessen Namen mir nicht einfällt. Vielleicht nennst du, die haben ja auch alle mal der, nennst du die Farbe. Vielleicht lasse ich Christen einen Punkt. Der Weiße wohnt. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist der Braune. Es ist Radagast. Der Braune. Den meinte ich. Ich dachte, der ist dann noch weiß. Da stimmte nicht mal die Farbe. Weil doch dann Gandalf der Graue wird. Und Gandalf ist der Graue, der wird dann der Weiße. Ach, so rum ist es. Weil Saruman der Weiße, der Saruman der Böse wird. Oh, nee, das kann ich beim besten Willen nicht gelten lassen. Nein, das können wir nicht. Echt nicht. Nein. Das ist aber jetzt so wieder Herr der Ringe. Ja, weil das ist jetzt alles Herr der Ringe. Das stand gerade groß drüber. Echt? Herr der Ringe stand groß als Kategorie. Das ist doch gemein. Ja. Welchen Spruch ergeben die Zeichen auf dem Ring in der Herr der Ringe? Ich möchte bitte wortgenau haben. Ein Ring sie zu knechten. So weit, so gut, Komma. Komma. Gut, weiter weiß ich es nicht. Echt nicht? Nee. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich kommt dann noch in andere Mordor, wo die Schatten drohen. Wie heißt die Burg der Helmsklamm? Das ist diese Burg, wo dann Gimli in dieses große Horn reingeht. Ja, weiß ich nicht. Ja, diese Burg mit dem großen Horn. Weiß ich nicht mehr. Hornburg. Hornfeld. Hornburg. Richtig, das ist richtig. Dann nehmen wir einen Punkt, der gab ich wenigstens. Oder haben wir Gleichstand? Wenigstens einen Punkt. Mein Gott, da wird es ja bei der nächsten Folge extrem spannend. Wer kann es kaum erwarten. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich freue mich auf die nächsten 40 Folgen. Und zwar habe ich einen Film rausgesucht, der noch gar nicht so alt ist, nämlich aus dem Jahr 2017, den ich jetzt vor kurzem erst sah, den ich ganz lange schon, länger schon auf meiner Festplatte hatte und mir anschauen wollte. Der da heißt Happy Death Day. Mhm. Den ich einfach empfehlen kann, weil es ist eine Horrorkomödie. Jedenfalls die zu Beginn des Films recht unsympathische Studentin Tree wacht an ihrem Geburtstag verkatert im Bett eines anderen Studenten auf, erlebt einen verkaterten Tag und wird in der Nacht von einem Unbekannten erstochen. So weit, so gut. Ich lach mich tot. So weit, so schlecht. Dann, nachdem sie erstochen wurde, erwacht sie wieder, ziemlich verkatert, im Bett eines Studenten. Es ist wieder ihr Geburtstag und sie erlebt den Tag nochmal, wird wieder erstochen. Blom, erwacht wieder,
Im Bett des Studenten. Ich kenne diesen Film mit so einem kleinen Nageltier. Oder auch mit so einem Typen, der immer wieder erschossen wird. Und wer hier an das Murmeltier denkt und täglich grüßt das Murmeltier, liegt absolut richtig. Das wird sogar am Ende des Films, was ich auch sehr witzig finde, aufgegriffen, weil das natürlich extrem nahe liegt. Ne? Das verrate ich aber jetzt auch nicht, wie das aufgegriffen wird. Ich finde, der Film ist humorvoll, weil es gibt eben einfach viele so situationskomische Momente, wo sie besonders an dem ersten Tag auch eben konfrontiert wird mit ihrem Alltag ebenso, bevor sie erstochen wird. Aber der Film ist natürlich auch gruselig und gibt auch so Schreckmomente. Oh ja, den möchte ich gucken. Aber er hält sich in einer schönen Waage. Er hält sich in einer schönen Waage zwischen Humor und Grusel. Und deswegen kann ich den empfehlen. Ich finde auch diesen Plot halt, klar, ist jetzt nichts Neues mehr seit Murmeltier, aber es ist sehr schön gelöst. Der Film ist schon 2007 geplant gewesen und hat ewig gedauert, bis sie ihn dann tatsächlich gemacht haben. Und weil wir es heute, also in einer anderen Folge schon mal von extrem kommerziell erfolgreich hatten. 5 Millionen hat er gekostet und 125 Millionen hat er eingespielt. Also, okay. Das ist mal eine ganz schöne Gewinnspanne. Gibt es inzwischen aber einen zweiten Teil, den ich noch nicht gesehen habe. Sehr schön. Ja. Bist du schon fertig? Ja, damit bin ich fertig. Das ist knapp hier. Dann komme ich jetzt mit einer Produktion, in der sie zwar Englisch sprechen, es ist aber eine neuseeländische Produktion. Housebound. Den kenne ich überhaupt nicht. Ein schöner, toller Film. Es ist immer Horror. Kenn ich nicht. Ja, kennt er nicht. Muss er sich mal ausleihen. Schön. Er leiht sich den Film aus und schaut ihn sich an. Ich finde, Horrorkomödie ist insofern... Natürlich gibt's so Trash, Shaun of the Dead, das ist ja auch eine Horrorkomödie gewesen. Was so richtig lustig ist. Es gibt aber auch so Filme, die sind schon auch böse, aber haben einfach in ihrer... Also ich finde, der hat einen sehr subtilen Humor. Habe ich später auch. Ganz, ganz fein. Ich finde, dass es oft eben nicht so ein Schenkelklopfer-Humor ist bei diesen Horrorkomödien. Aber sie sind eben auch nicht nur Horrorfilme und deswegen kann man sie in diese Kategorie einordnen. Es geht einfach nur darum, eine junge Frau namens Kylie, die so ein bisschen eine sehr erfolglose Einbrecherin ist. Sie wird am Anfang des Films dabei ertappt, wie sie versucht, einen Geldautomaten in die Luft zu sprengen und dann fährt ihr Auto aber nicht mehr weg und damit steigt der Film ein. Wird dazu verdonnert, 8 Monate aus Rehabilitation. Es gab mal, Rehabilitation. Genau, das soll sie erleben. In Hamburg, es gab mal eine Einbrechergruppe, die wollten einen Geldautomaten klauen. Sehr aufwendig haben sie irgendwie eine Kette rum und mit dem Auto rausgezogen, bla bla, Riesending. Und sie haben den Kontoauszugsautomaten gestohlen. Den Geldautomaten. Also Rehabilitation. Damit sie wieder ein besserer Mensch wird, wird sie dazu verdonnert vom Gericht, 8 Monate in ihrem Elternhaus zu verbringen. Mit einer elektronischen Fußkette. Deswegen housebound. Und sie hat ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter. Also ihr Vater ist da nicht mehr. Und das ist so ein klassisches Haus. Ein mehrstöckiges Haus. Was man auch so aus so Gruselhausfilmen kennt. Ja. Muss ja ein bisschen lauter sprechen, weil jetzt die unscheinbare Disco-Kugel ins Spiel kommt, warum auch immer. Ich wollte übrigens noch erwähnen, dass der Kuchen dafür, dass er jetzt schon seit einer Woche auf dem Teller liegt, echt noch ziemlich... Der hält sich, das ist ein Frischbleibekuchen. Ja. Und diese Kylie, das ist schon für mich ein humoristischer Fakt, die ist einfach so konsequent schlecht gelaunt und patzig, dass ich finde, das hat schon einen gewissen Humor. Hat dann noch so einen Bewährungshelfer, der ein paar Häuser weiter wohnt, der halt quasi darauf reagiert, wenn sie mal... Ich esse noch ein Stück Kuchen. Der aufpasst, dass ich auch irgendwie fair ausfühle. Und... Ja, der kommt dann immer vorbei, wenn sie mal einen Schritt zu weit geht und das Ding anfängt zu piepen. Und dann ist in diesem Haus und hört immer mal so Sachen. Ne? Also so klassische Haushorror. Haunted House. Zeug, da quietscht mal was. Und wenn dann zum Schluss der Oberpsycho irgendwie mit einer Käsereibe attackiert wird und ihm übers Gesicht gerubbelt wird, dann ist das sehr fies, schmerzhaft, aber irgendwie auch so blöd. Und dann steckt sie ihm einen Mülleimer über den Kopf und der kommt dann mit einem Arm raus und versucht... Also das ist so ein... oder der hat auch ein Faible für so Geistersachen, der Bewährungshelfer. Ja.
Und dann sagt sie, ich glaube, hier ist ein Geist oder was im Haus. Und der kommt mit so einem Tonband und sagt, bist du sauer, weil du hier gestorben bist? Oder so, du stellst so eine Frage und du stellst so drei Fragen und du nimmst es auf. Und sie glauben doch nicht wirklich, dass da irgendjemand darauf antwortet. Vielleicht hat es das schon. Spielt das Tonband wieder ab und du hast alles läuft darauf hin. Und du hörst das Tonband halt, wie er die Fragen stellt, knistern, knastern, sonst nichts. Ja, wahrscheinlich auch nicht, irgendwie. Und das ist einfach so, also arbeitet auch mit so manchen Klischees, oder jetzt gleich hörst du die Stimme, die sagt, ja, aber du hörst nichts, es ist einfach, war kein Geist da. Es ist alles ein bisschen anders, als man am Anfang denkt. Es ist trotzdem böse. Hat auch dieses Jumpscare-Moment oder sowas. Und aber es entwickelt sich alles in eine andere Richtung und deswegen ist es auch ein bisschen ein überraschendes Ende. Und ich finde den, der hat so, ich weiß nicht, ob es ein neuseeländischer typischer Charme ist, dafür kenne ich nicht genug neuseeländische Filme, aber ich mochte das, den Humor, der in dem Film ist. Und deswegen empfehle ich den. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Film, wo ich denke, da könnte es eine Überschneidung theoretisch geben. Ich glaube es jetzt aber gar nicht mehr. Und zwar aus dem Jahr 2009. Nein? Also, nein, nicht. Nein. Gut. Mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und in einem doch eher kleineren Auftritt Bill Murray, der bei täglich grüßt das Murmeltier die Hauptrolle spielt. Und zwar heißt der Film Zombieland. Yeah! Auch sehr schön. Hab drauf gewartet. Ich finde, ich glaube, deswegen ich zum Beispiel Shaun of the Dead und Zombieland, weil ich immer noch denke, vielleicht machen wir irgendwann noch die Reihe Zombie-Filme. Ja, machen wir vielleicht ja auch noch. Und dann, aber der ist, ich finde es eine, ja, trotzdem eine Horrorkomödie. Ja, natürlich. Absolut. Ist sehr lustig. Es ist ein Zombie-Film, wie wir gerade schon gehört haben, voller, ja, düsterem Humor. Fast die gesamte US-Bevölkerung wurde in Zombies verwandelt. Jesse Eisenberg spielt Columbus, eigentlich ein totaler Verlierertyp, der nur durch die Einhaltung sich selbst auferlegter Verhaltensregeln überlebt hat. Und dieser trifft auf Tallahassee, gespielt von Woody Harrelson, einen Draufgänger-Typ, und auf zwei Schwestern. Und zu viert versuchen sie nun im Zombieland zu überleben. Gibt eben sehr viel Situationskomik, auch die Art und Weise, wie sie die Zombies immer töten, ist teilweise sehr lustig, wenn man Zombies getötet. Ja, also klar, es ist natürlich ein krasser Humor, ja, aber es ist schon einfach sehr lustig gemacht. Das ist halt Horrorkomödie, ne? Und Bill Murray spielt sich in dem Film selber, der auch überlebt hat, und damit er nicht so auffällt, schminkt er sich immer als Zombie, damit die Zombies denken, er ist auch einer von denen. Und das ist sehr lustig einfach. Aber Zombieland, schöner Film. Mein zweiter Filmtipp aus dem Jahr 2007 unter der Regie von Bruce Campbell. Mhm. Der Film My Name is Bruce. Film von, mit und für Bruce Campbell. Habe ich gesehen, dass der gerne auch bei Horrorkomödien erwähnt wird. Ja, hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, den hast du mir ja mal geschenkt. Den habe ich dir geschenkt und hast ihn noch nicht mal gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach, glaube, weil ich irgendwie zwei Fassungen hatte oder sowas, ne? Irgendwie. Den hast du mir mal geschenkt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Habe ich auch in einer sehr schönen DVD-Fassung mit einem kleinen Booklet und einem kleinen Comic drin. Und, Bruce Campbell, wer ihn nicht kennt, ist der Hauptdarsteller aus den Evil Dead oder Tanz der Teufel Filmen und auch anscheinend ein beliebter B-Movie-Schauspieler. Ich habe viele von diesen B-Movies nicht gesehen. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Er spielt sich selbst in diesem Film, den Schauspieler Bruce Campbell. Also er spielt irgendwie wie eine überlebensgroße Klischee-Version von sich selbst. Arrogant, selbstverliebt und total abgefuckt. Er wohnt in so einem Trailer, dreht gerade Cave Alien 3 oder sowas, oder 2. Und das ist halt so ein ganz mega schlechter, das ist man gerade am Anfang also auf so einem Set dabei, wo sie gerade drehen, und du siehst immer noch so eine Hand, die dann so Schleim reinwirft oder so. Und also solche Filme macht Bruce Campbell da. Und er wird in eine Kleinstadt geholt, weil da nämlich ein japanischer Geist, der Guandi, erweckt wurde und anfängt, die Einwohner zu töten. Schlecht. Und da ist nämlich ein junger Mann, der der größte Bruce Campbell-Fan auf Erden ist, der loszieht, Bruce Campbell entführt, in die Stadt holt, und sie wollen, dass er, weil er sich mit sowas ja auskennt, jetzt diesen Geist besiegt. Er hatte nämlich gerade Geburtstag, hält dann noch das Ganze für einen lustigen Scherz seines Managers und macht erstmal, seines Agenten, und macht erstmal mit. Und jetzt, habt ihr ja gut gemacht, ja. Also, ganz toll, ja, ich höre mal an, was ihr da zu sagen habt zu Guandi. Bis er dann merkt, als sie alle da ins Feld ziehen gehen, Guandi,
dass das Ganze anscheinend ernst ist. Er dreht sich um, rennt weg, schießt immer blind nach hinten, er schießt dann die Hälfte der Dorfbevölkerung noch. Also es ist sehr lustig, es ist ein bisschen überdreht, ist jetzt auch nicht der klügste Film der Erde, aber also Bruce Campbell, der wirklich sich nicht zu fein ist für irgendwas, sich da selbst in den Dreck zu ziehen und sich über sich lustig zu machen, macht, finde ich, eine große Freude, ist trotzdem aber quasi auch eine kleine Splatter-Horror-Geschichte drumherum, die echt ist, sozusagen, also wo man auch ein bisschen so machen kann. Und es sind halt auch so alle, es sind so alle mit dabei, glaube ich. Also ich kenne ja nun gar nicht mal das ganze Umfeld von diesem Ding, aber es ist halt zum Beispiel, der ist ja, hier Tanz der Teufel ist ja von Sam Raimi, und der hat ja auch immer seinen Bruder mit dabei, Ted Raimi, der auch in den Spider-Man-Filmen mitspielt, der hat auch bei Tanz der Teufel mitgespielt und sowas, der spielt da den Manager. Dann irgendwie der Schmied oder sowas aus Armee der Finsternis und noch ein anderer Typ, die stehen dann da so als Dorf, Typen, die dann sagen, die hätten lieber den anderen Typen da holen sollen, diesen Schmied aus Armee der Finsternis oder sowas, das war ein richtiger Kerl. Und das macht sehr viel Spaß. Und wenn man sich dann auf dieser wunderschönen, ähnlich wie bei Monsters letztens dann noch das Making-of anschaut, dann wird man auch mal erkennen, wie familiär das Ganze ist. Das ist wirklich irgendwie total süß. Und das Ganze wurde größtenteils auf dem Privatgelände von Bruce Campbell gedreht. Weil er meinte, ich habe einfach keinen Bock, mich mit irgendwelchen Genehmigungen rumzuschlagen. Und dann stehe ich dann auf, bin da und die haben das alles irgendwie, deine kleine Stadt auf seinem Grundstück gebaut und sowas. Also dem scheint es mit den B-Movies ganz gut zu gehen. Wenn er so ein Grundstück hat. Ja, und ja. Also ich finde, das macht wirklich Spaß. Ist durchaus gelungen. Ist auch ein bisschen Trash, sind noch nicht die besten Schauspieler der Welt immer dabei, aber ich finde, es ist ein cooler, lustiger Film. Dein dritter Tipp. Mein dritter Tipp. Dritter? Ja. Ja, mein dritter Tipp. Und das ist auch wieder ein neuer Film. Habe ich mir jetzt einfach gedacht, nehme ich mal ganz neue Filme. Und zwar aus dem Jahr 2017. Der da heißt Get Out. Ich finde, ein ganz besonderer Horror-Komödienfilm. Und zwar von Jordan Peele. Mit einem Mann, der heißt Daniel Kaluuya. Und Catherine Keener spielt da auch noch mit. Jetzt fällt mir gerade nicht so ein, wo sie noch so gespielt hat, aber man kennt sie vom Sehen. Es ist ein, habe ich mir aufgeschrieben, ein satirischer Mystery-Horror-Thriller mit Comedy-Elementen. Aha. Er kommt jetzt also nicht mit so einem Schenkelklopfer-Humor her. Er hat einen sehr düsteren Humor und eine, es ist wirklich eine Satire. Und wenn man sich so ein bisschen genauer mit dem Film befasst, ist er sogar auf sehr vielen Ebenen sehr aussagekräftig. Also es ist eben nicht einfach nur so ein Popcorn-Kinofilm, sondern der will auch was erzählen. Mhm. Obwohl er es im Gewand dieses, sagen wir mal, Horror-Comedy-Formats macht. Daniel Kaluuya spielt darin den jungen afroamerikanischen Fotografen Chris, der mit seiner weißen Freundin Rose, gespielt von Allison Williams, die das auch ganz toll macht, zum ersten Mal zu deren Eltern auf einen abgelegenen Landsitz fährt. Die Eltern wissen noch nicht, dass der Freund von Rose ein Afroamerikaner ist. Und deshalb macht sich Chris auch Sorgen. Ist das nicht ein bisschen wie Rambler, wenn er zum Essen kommt? Ja, genau. Es gibt auch so ein bisschen Anlehnen da ran. Doch der sehr herzliche Empfang am Anfang des Ankommens sozusagen entkräftet seine Sorgen. Doch relativ bald, bei einem großen Fest, das zufälligerweise auch an dem Wochenende stattfindet, wo die da sind, bricht hier und da der Alltagsrassismus hervor. Und zwar nicht von irgendwelchen Rednecks oder irgendwelchen Nazi-Skinhead-Typen, sondern eben von ganz normalen, eigentlich liberal wirkenden Personen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Was auch der Grund ist, warum ich den rausgesucht habe, ist die, wie ich finde, für dieses Genre außergewöhnlich gute schauspielerische Leistung. Was die da teilweise spielen, finde ich großartig. Mhm. Es ist auch gut gebaut so, dass eben überraschende Dinge übers Spiel transportiert werden. Aber das muss man auch erstmal machen. Also es ist, ich finde den einfach gut gespielt. Ganz viele spielen da einfach großartig, was die für Brüche haben. Und der Regisseur hat sich eben wirklich viel dabei gedacht, als er den Film gemacht hat. Es ist so ein, er sieht es so ein bisschen wie einen Social Thriller. Die Hauptfigur ist nicht umsonst ein Fotograf. Da geht es ja sozusagen auch ums Sehen. Das wird auch viel thematisiert in dem Film. Einer, der da auf dieser Party auch ist, sagt ihm auch, er würde unglaublich gerne mal aus seinen Augen die Welt sehen. Er ist blind, der Typ, der das sagt. Und es geht eben ganz viel um dieses Sehen und gesehen werden, also wie man in den Augen anderer wirkt. Und der Film, so sagt es jedenfalls der Regisseur, ermöglicht es uns zum Beispiel, Weißen,
eine Situation wahrzunehmen, so wie sie für viele Schwarze alltäglich ist. Also wie sie wahrgenommen werden, und man kann aus ihren Augen heraus sehen, wie so ein Alltagsrassismus sich anfühlt. Die Verortung des Angsteinflößenden findet sozusagen, wie das ja bei guten Horrorfilmen oft so ist, in der Alltäglichkeit statt. Also in einem alltäglichen Rahmen. Das wird dann extremer in dem Film. Mhm. Ich möchte jetzt aber nicht verraten, wie, sonst verrät man zu viel von dem Film. Ein sehenswerter Film. Großartig gespielt, extrem spannend. Schaut ihn euch an. Ja, krass. Ich komme jetzt mit einem relativ normalen... Tut mir leid, aber der hat mich fasziniert. Kennst du ja bestimmt auch. Aus dem Jahr 2012. The Cabin in the Woods. Ah! Das ist aber gut, dass ich dann den genommen habe. Ich habe nämlich gestern Cabin in the Woods nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, vielleicht nehme ich auch den. Ja. Habe ich jetzt nicht. Ja, Gott sei Dank. Wunderbar. Ja, das ist sozusagen auch wieder, also die Ausgangssituation ist sehr, sehr typisch. Ja. Eine Gruppe von fünf Klischee-Horror-Teenies. Die Teenies, die Sportskanone, der Kiffer, die Sexbombe, die Grüblerin und der nette Typ von nebenan. Ja. Jedenfalls fahren die in eine Waldhütte, die, weil wir schon vorhin schon mal hatten, irgendwie sehr an Evil Dead erinnert. Passieren so die Sachen, die da so passieren. Interessant, in solchen Horror, die machen einen Keller auf, finden da seltsame Dinge und plötzlich erwachen die Toten. Und inzwischen drin gibt es immer wieder Schnitte in eine ominöse, skurrile, wie nenne ich das, Basis. Mich hat das ein bisschen an so James Bond Hauptquartier 70er Dinger erinnert, so Betonwände, bisschen steril. Beamte, die da irgendwas machen. Man weiß jetzt nicht, was machen die da? Die überwachen diese Teenager, die steuern irgendetwas. Stellt sich denn auch heraus, dass zum Beispiel die Blondine, die sexy Blondine eigentlich, bis zu sie losgefahren sind, gar keine Blondine war, sondern sie hat sich extra noch gefärbt und in den Farbmitteln waren irgendwelche Pheromone drin oder dass sie dann ihre Libido noch anreizen. Also sie wurde quasi zu einer blonden Sexbombe hin stilisiert. Und man weiß nicht so genau, was das Ganze soll. Ich erzähle jetzt auch nicht, was es soll, weil das wäre ja tragisch. Und aber der Humor ist dabei so ein bisschen halt, genau, also dieser Wechsel auch. Ich finde dann am Anfang in dieser komischen Einrichtung gibt es fast so Tarantino-hafte Dialoge, wo sich irgendwelche Leute, wo man noch nicht genau weiß, was sie eigentlich machen, sich über Dinge unterhalten, die eigentlich mit der Handlung nicht wirklich was zu tun haben und so. Das ist auch ganz witzig. Und ein überraschendes Ende dann auch. Ein sehr fettes, was auch dann schon wieder so übertrieben splatterhaft ist, dass es auch schon wieder lustig ist irgendwie. Ja. Und ähnlich wie bei Zombieland, rechnet man nicht mit dem Auftreten der Person, die am Ende noch kommt, finde ich auch eine ähnliche kleine Überraschung. Ja. Aus demselben Pool, nämlich aus dem Ghostbusters Ensemble, taucht dann am Ende noch Sigourney Weaver auf. Ja. Und alle freuen sich. Er ist produziert und geschrieben von Josh Whedon, der auch in diesem Genre gute Erfahrungen gesammelt hat, nämlich weil er der Erfinder von Buffy ist. Und da auch immer eine sehr schöne Waage gehalten hat zwischen ernsthaften Horror und Grusel und aber auch einem gewissen schönen Humor, der dem Ganzen keinen Abbruch macht. Auch ein böser Humor in dem Film teilweise. Ja, natürlich, ja. Weil es geht, im Endeffekt geht es dann, man hat immer das Gefühl, ach, vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, wie es scheint. Und dann merkt man, nee, ist doch, es ist was ganz Schlimmes. Aber es ist irgendwie lapidar schlimm. Und schaut ihn euch mal an, The Cabin in the Woods. Und macht sehr viel Spaß. Stimmt die bitte? Ja. Yeah. Finde ich ihn sehr, sehr witzig. So. Ja, das war's. Und dann denken wir uns jetzt schöne neue Kategorien aus und sehen uns das dann. Das machen wir. Dann sehen wir uns zur Folge 48 wieder. Juhu. Tschüssi. Tschüssi.